Unsere Geschichte von Puschel dem Eichhorn beginnt in diesem Bauernhaus, irgendwo auf dem Land. Das Haus steht nahe am Wald, in dem Puschel geboren wurde. Aber davon weiß er nichts mehr. Da, warte, ich krieg dich! Oh, wo ist sie jetzt? So, da drunter sitzt sie. Jetzt krieg ich dich. Aua! Schade, dass ich die Maus nicht erwischt hab. Was ist das nun wieder? Na du? Hey, was soll denn das? Wo ist der? Weg. Und was ist das? Oh. Das ist ja der Hund. Ja, wenn du nur. Hast gedacht, erwischt mich. Ja, hast du dir gedacht. Dich, dein Leben ist auch vorbei, das weißt du doch. Du sollst mich los, lass mich nach meiner Mama! Mama! Nein, wie? Das kitzelt! Puschel! Mama, da bist du ja! Was fällt dir ein? Lass sofort mein Kind los! Hörst du nicht? Lauf auf den Baum, Masch! Du hast ja gerade recht, du bist längst fällig. Gut, dann nehm nicht. Dem haben wir es gegeben, was? Pop, Tante! Na sowas, da ist schon wieder dieses komische Gespann, siehst du? Dass sich eine Katze nicht schämt, mit einem Eichkater durch die Gegend zu ziehen. Wovon redet die? Kümmere dich nicht um das, was sie sagt. Richtig, es geht ihnen auch nichts an, was wir Katzen miteinander zu reden haben. Ist sie böse mit dir oder was? Nein, nein, sie will mir nur was erzählen. Lauf du nur schon heim. Mach ich. Also rede. Mich kannst du von mir aus beschimpfen, aber sag sowas nie wieder, wenn der Kleine dabei ist. Er glaubt, dass ich seine richtige Mutter bin und dabei soll es bleiben. Eine Katzenmutter, die sich nicht schämt, ein Eichhörnchen aufzuziehen. Hast du gehört, Schätzchen? Er hat keine Mutter und mir haben die Menschen meine Kinder weggenommen. Kein Wunder, sie wussten wahrscheinlich, dass du völlig verdreht bist. Er ist ein lieber kleiner Kerl. Und ich finde, es ist ein Skandal. Das ist nicht nur meine Meinung. Alle sagen das. Es interessiert mich nicht, was du oder die anderen Katzen von mir halten. Ich werde es allen sagen. Was denn? Dass du mit deiner Dummheit auch noch prahlst und auch noch stolz darauf bist. Wie kann eine Katze sich einreden, dass sie ein Eichhörnchen an Kindesstatt annehmen und großziehen kann? Ich hab dir schon gesagt, es interessiert mich nicht, was ihr davon haltet. Nur sagt es bitte dem Kleinen nicht. Tja, mein Kleiner, eines Tages wirst du es erfahren, dass du nicht mein Kind bist. Du bist im Wald geboren worden und die Menschen haben dich ins Dorf gebracht. Du warst noch ein winziges Baby, als sie dich zu mir gebracht haben. Du warst ein süßes kleines Ding und hast schnell gelernt. Aber ich hatte auch eine Menge Arbeit mit dir. Und wie alle Kinder hast du natürlich eine Menge Unfug angestellt. Fast jeden Tag gab es Ärger deinetwegen. Aber trotz allem, du bist und bleibst mein Kind. Ganz egal, was die anderen Katzen auch sagen. Feuer! Feuer! Aufwachen! Feuer! Es brennt! Die Kühe! Lass die Kühe aus dem Stall! Nimm doch wenigstens die Betten mit! Die Federbetten! Oh. Ja. Hier ist nichts mehr zu retten, Mutter! Mach den Hühnerstall auf, dass alle raus können! Ja, ja, mach ich! Komm, Nietz, schnell! Ich bring sie zum Wagen! Komm aber gleich wieder, hörst du? Ja, ja! Ja! Sei still, du bist an Sicherheit. Ja! Mama! Mama, wo bist du? Oh!
Ich komme! Mama, warum kannst du nicht? Die Leiter hat mich eingeklemmt. Schnell, lauf, mein Kind, lauf weg! Aber Mama, ja, schon gut, ich komme ja nach. Aber du musst erst mal raus aus dem Feuer. Lauf schnell! Aber ich habe Angst vor dir. Hör auf deine Mutter. Lauf weg, so weit du kannst. Ja, ist gut. Oh, wo ist unser Haus? Das Haus ist gar nicht mehr da. Mama, da bist du ja! Auch du bist es, Tante. Das fehlte mir. Lieber würde ich niemals im Leben wieder eine Maus fressen, als dass ich deine Tante wäre. Warum bist du denn so böse? Weil du mich im Schlafen gestört hast. Mach, dass du wegkommst. Verschwinde! Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Weißt du nicht, wo meine Mama ist? Mach keine Witze. Sie ist doch gar nicht deine Mutter. Sie ist meine Mutter, du böse alte Tante. Geh runter zum Bach und guck dich im Wasser an, wenn du mir nicht glauben willst. Was? Da hast du's. Sieht das etwa wie eine Katze aus, was du da siehst? Ich bin eine Katze. Siehst du mir etwa ähnlich? Nein, weil du ein Eichkater bist. Eine Katze hat dich großgezogen und... Deshalb bist du noch lange keine Katze. Und jetzt mach, dass du in den Wald kommst, wo du hingehörst. Nein, ich will nicht in den Wald. Ich bin eine Katze und ich fürchte mich doch. Nein, niemals, niemals gehe ich in den Wald. Nein. Oh, oh. Krieg ich dich doch. Und Puschel läuft. Er läuft um sein Leben. Und natürlich läuft er in den Wald. Natürlich ist er ein Eichkätzchen und er gehört hierher, auch wenn er Angst hat vor den vielen Bäumen, die finster und furchteinflößend vor ihm stehen. Ganz zu schweigen von einem riesigen Uhu, auf dessen Speisekarte Eichkätzchen ganz oben stehen. Miau! 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 Holla, holla, was fällt dir ein? Was machst du? Ich bin schließlich ein Uhu. Ein Uhu, sagst du? Uhu. Guten Abend, Onkel Uhu. Wie war das? Hast du denn keine Angst vor mir? Hm? Nein, warum? Na, du bist ja gut. Immerhin habe ich versucht, dich zu fressen. Was, du willst mich fressen? Ja, du scheinst mir ein ganz leckerer Bissen zu sein. Alle Uhus fressen Eichhörnchen und für mich sind sie das Beste, was ich mir vorstellen kann. Eichhörnchen? Bin ich denn wirklich ein Eichhörnchen? Also, wenn ich so darüber nachdenke, ich halte dich sehr wohl für ein Eichhörnchen. Verstehe, dann bin ich tatsächlich ein Eichkater. Wenn ich so drüber nachdenke, du bist ein sehr merkwürdiges Eichhörnchen. Du denkst ziemlich viel, stimmt's, Onkel Uhu? Ja, das mag sein. Ich war schon immer ein sehr nachdenklicher Vogel. So, so. Weißt du, was ich eben denke? Dass du wahrscheinlich nicht in diesem stimmt, Wald wohnst. Da hast du richtig gedacht. Ich bin noch gar nicht lange hier. Ich bin müde und ich muss mir noch einen Schlafplatz suchen. Wo bist du denn bis jetzt gewesen, hä? Ich denke gerade, wenn ich dir das erzähle, darf ich dann die Nacht über bei dir bleiben? Na gut, von mir aus, dann komm eben mit, Kleiner. Ja, so ist das. Ah ja, verstehe, du hast ja schon eine Menge mitgemacht, stimmt's? Das ist nicht so schlimm, Hauptsache, dass ich dich getroffen hab. Nun ja, ich denke, dass du... Oh nein, lass uns bitte morgen weiterdenken. Ich bin müde, ich schlaf ja schon. Und du hast gar keine Angst, dass ich dich fressen könnte, während du schläfst? Nein, nein, damit willst du mir bloß Angst machen. Du machst mir Spaß. Denk nur nicht, dass jeder so nett ist wie ich. Und es gibt hier viele, die es auf Eichhörnchen abgesehen haben. Ja... Da liegt nun dieser köstliche Happen und ich kann ihn nicht verspeisen. Für wahr eine ganz schön vertrackte Situation. Wenn ich so denke, ach, ich weiß nicht, was ich denken soll. Mama. Allmählich zweifle ich schon, dass es ein Eichhörnchen ist. Oh, die Sonne scheint ja schon. Oh. Aufgewacht, Onkel U, es ist Zeit. Hui, der schnarcht. Du bist ein Langschläfer, was?
Na gut, schlaf weiter. Ich gehe und vielen Dank, dass ich hier bleiben durfte. Es war sehr lieb von dir. Also hier gefällt's mir wirklich gut. Wie die duften. Oh! Jetzt knurrt aber der Magen. Gibt's hier nirgends was zu essen? Hilfe! Hilfe! Oh nein, hilf mir! Er ist hinter mir her! Was ist denn überhaupt los? Oh nein, es ist furchtbar! So, jetzt sag mir erstmal, was so furchtbar ist. Wie bitte? Ich möchte gerne wissen, warum du wegrennst und schreist. Was? Aber du bist doch mitgerannt. Ja, aber nur, weil du gerannt bist. Es ist wegen dem Fuchs. Ein Fuchs ist hinter mir her. Ein Fuchs? Ja, wir müssen ihn unbedingt entwischen. Ja, wenn ich sowas höre vor einem Fuchs, muss man doch nicht weglaufen. Fürchtest du dich denn nicht vor dem Fuchs? Aber nicht die Spur. Heißt das, dass du mit ihm fertig bist? Ja, sicher. Was glaubst du denn? Da habe ich ja Glück. Du musst mir nur sagen, wie ein Fuchs aussieht. Wie ein... Das weißt du nicht? Ich habe noch nie einen gesehen. Ach, davon kommt er angeschlichen. So sieht ein Fuchs aus. Oh. Jetzt los, du hast doch gesagt, dass du mit ihm fertig wirst. Fang an, schnell. Schon, aber ich wusste ja nicht. Lass uns lieber weglaufen, komm! Halt, warte auf mich! Noch 2 Minuten, dann hat er uns. Nein, hör zu, ich habe eine Idee. Hallo, hier bin ich. Wo bist du? Komm doch her. Hier bin ich, Herr Fuchs, hier. Nein, ich bin hier. Hier bin ich. Da ist einer. Und da ist einer. Eigenartig. Ich bin hier, wo bist du? Hier bin ich. Wo ist er? Wieder nach Hause gegangen. Oh, das hast du toll gemacht, ehrlich. Ich hab dir doch gleich gesagt, dass ich mit ihm fertig werde. Ja. Sag mal, wer bist du eigentlich? Ich bin Puschel. Und du? Ich heiße Clay. Ach ja. Und du bist ein Eichhörnchen, stimmt's? Ja, sicher. Natürlich bin ich eins. Aber was ist denn daran so Besonderes? Du bist doch selbst eins. Meinst du, ja? Weißt du was? Ich werde dich mit den anderen Eichhörnchen bekannt machen. Sie sind fast alle mit mir verwandt. Und wo sind sie? Na, hier im Wald. Und wie sind sie, hä? Sie sind alle furchtbar nett. Sie werden sich sicher über deinen Besuch freuen. Komm nur mit. Na gut. Ja, mal hinterher. Nanu, wer kommt da unten? Ach, es ist Klee, aber da kommt noch jemand mit. Oh, ein Fuchs. Der findet bestimmt unser Versteck, wenn er den beiden folgt. Hier da unten, ein Fuchs kommt. Ein Fuchs fliegt weg. Ich sage es auf alle Fälle dem Herrn Graubart. Ja, tu das. Hallo, keiner zu Hause? Wieder auf der Veranda. Natürlich, da schnarcht er. Herr Graubart, ein Fuchs kommt. Was sagst du, ein Fuchs? Ja, ihr muss schon bei dem Spielfeld. Oh Schreck, hast du die anderen gewarnt? Ja, ja. Dann nichts wie rein. Das hier ist der Felsen, wo wir Eichhörnchen uns immer treffen. Ja, was macht ihr denn hier? Ach, hier spielen wir miteinander und dann reden wir mit allen Onkels und Tanten so über alles. Das ist aber komisch. Um die Zeit wimmelt es hier sonst von Eichkätzchen. Ich verstehe gar nicht, wo die alle sind. Hey, warum habt ihr euch denn versteckt? Kommt mal alle her. Ich habe einen Freund mitgebracht. Hallo. Huhu. Keine Antwort. Wo stecken die Muspussel? Klee, komm sofort nach Hause. Mama, da bist du ja. Komm schnell. Nein, warte, ich habe einen Freund mit. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Wieso hat sie es denn so furchtbar eilig? Er hat mich vor dem Fuchs gerettet, du kannst doch... Eben, der schleicht nämlich unten rum. Ich möchte schon wissen, wo die vielen Eichhörnchen sind, ob der mich bemogelt hat. Da unten treibt sich ja noch ein fremdes Eichhörnchen rum. Ja, den hat Klee mitgebracht. Hoffentlich passiert ihm nichts. Der weiß sich schon zu helfen.
Ich weiß nicht. Wenn du Angst um ihn hast, geh und hilf ihm. Ja. Erst schleppt er mich hierher und dann ist er weg. Oh nein, der will mich fressen. Hey, komm her, schnell. Hierher, Junge, los. Ja. Ja, hast du dir gedacht? Ich habe euch alle zusammengerufen, weil wir darüber sprechen und vielleicht auch abstimmen wollen, ob wir das fremde Eichhörnchen Puschel bei uns aufnehmen oder nicht. Also ich bin selbstverständlich... Wenn du eine Frage stellen willst oder reden willst, heb die Pfote. Ist gut. Also ich bin dagegen. Ah ja, und warum? Er hat so was Komisches um den Hals hängen und sieht uns überhaupt nicht ähnlich. Meinst du das hier? Das hat mir meine Katzenmutter umgehängt, damit sie immer wusste, wo ich bin. Katze? Du hast mit einer Katze zusammengelebt? Ja, die war sehr lieb. Man stelle sich vor, eine Katze. Weil er so was Glänzendes um den Hals hat, was Lärm macht, hat uns der Fuchs hier gefunden. Das haben wir davon, dass Clay ihn mitgebracht hat. Wollt ihr etwa, dass der Fuchs jeden Tag hier vorbeikommt und uns einen Besuch abstattet? Oh, er soll weggehen! Ich möchte euch was sagen. Willst du wohl den Mund halten? Sprich nur, Clay. Er ist tapfer und auch sehr lieb zu mir gewesen. Und darum möchte ich, dass er hier bleibt. Ach, und dass er rote Haare hat und so komisch aussieht, stört dich wohl gar nicht, was? Aber Kind, versteh doch, wir sind ja unseres Lebens nicht mehr sicher, wenn dieses seltsame Eichhörnchen bei uns bleibt. Aber er hat doch keine Mama mehr und ist so furchtbar alleine. Das sollte man berücksichtigen. Ich bin dagegen, absolut dagegen. Das heißt, du bist auch meiner Meinung? Nein, das bin ich nicht. Sag mal, verstehst du eigentlich, wovon wir reden? Nein, aber ich bin sowieso dagegen. So ein Unsinn. Ruhe! So kommen wir doch nicht weiter, wenn alles durcheinander schreit. Wir wollen es doch so halten, wie wir es immer gehalten haben. Wer was zu sagen hat, der hebt die Pfote. Bevor wir darüber diskutieren, wollen wir uns doch mal anhören, was der Kleine dazu zu sagen hat. Puschel, warum möchtest du bei uns bleiben? Oh, er ist weg. Ja, sowas. Hat keiner gemerkt, dass er verschwunden ist? Ach, die reden und reden und mir knurrt der Magen und keiner fragt mich, ob ich Hunger habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal was Richtiges gegessen habe. Ob die mich aufnehmen, interessiert mich im Moment gar nicht. Ich muss erst was zu essen kriegen. Wenn ich jetzt ein Schälchen Milch hätte oder einen großen Fisch. Oh, das sind ja Fische. Tja, guck nur her. Bei meiner Mama sah das immer so leicht aus. Aber ich werde schon noch lernen. Wartet nur, wartet. Ah! Wer lacht da? Komm sofort raus! Warum lachst du mich aus? Na, weil du so komisch bist natürlich. Wieso bin ich komisch? Na, ein Eichhörnchen, das Fische fängt, ist das vielleicht nicht komisch? Sag mal, willst du die Fische vielleicht essen? Ich habe solchen Hunger, dass ich sogar Steine essen würde. Komm, iss das hier. Aber was ist denn das? Eine Walnuss. Die schmeckt sehr gut. Fang! Dass ich Steine essen würde, ist natürlich nur Spaß gewesen. Na sowas. Ein Eichhörnchen, das keine Walnüsse kennt. Soll ich dir zeigen, wie man sie isst? Wenn du glaubst, dass du mich verkohlen kannst, hast du dich aber gewaltig geirrt. Ach, ich verstehe. Du bist misstrauisch, weil du glaubst, dass man sie nicht essen kann. Ich zeig's dir. Ah, das war gut. Also dann, auf Wiedersehen. Aua! Geht ja gar nicht. Wie hat er das nur gemacht? Sag mal, du stellst dich aber dumm an. Nuschalen kann man doch nicht essen. Man isst nur den weichen Kern. Ja, ja. Na? Schmeckt wirklich gut. Oh. Eigenartig. Obwohl er doch kaum etwas gegessen hatte, fühlt sich Puschel auf einmal rundherum richtig satt und glücklich. Wie mag es ihm wohl das nächste Mal ergehen? Ich will kein Wasser, ich möchte Milch haben, die schmeckt besser. Na sowas, es regnet ja, ich werde noch ertrinken. Es hört und hört nicht auf.
So ein Mist. Wie schön hatte ich es doch früher in meiner Scheune. Ach ja. Sag mal, dich habe ich ja überhaupt noch nicht gesehen. Wer bist denn du? Sag mir erst mal, wer du bist. Na, ich bin doch das Erdhörnchen. Mich kennt hier jeder. Meine Familie wohnt in diesem Wald schon seit über 100 Jahren. So lange schon? Und sagst du mir jetzt, wer du bist, ja? Ich heiße Puschel. Ich wohne noch nicht lange hier. Darum habe ich auch noch kein Haus. Ich verstehe, du bist ein Herumtreiber und Landstreicher. Und du, hast du ein Haus, ja? Natürlich, da drüben ist es doch. Ich gehe mir jetzt eine Tasse schön Spitzwegerichsaft kochen. Na sowas, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, so ein Loch kann ich mir doch auch graben. Dass man so einen Hunger haben kann. Ja, sowas. Was krabbelt denn da unten? Ach, egal, ich fresse es. Ach, liebe Zeit. Oh, guten Tag, Onkel Uhu. Ja, sowas, ist das nicht mein Freund Puschel? Ja, wolltest du mich besuchen kommen? Na, das wäre was geworden. Da habe ich mich ja noch im letzten Moment gebremst. Wie bitte? Ich habe nicht verstanden. Nichts, gar nichts. Ja, du hast recht. Ich wollte dich nur mal besuchen, weil ich mir Sorgen um dich gemacht habe, weißt du? Mhm. Wie ist es dir inzwischen ergangen, mein Kleiner? Ich grabe gerade ein Loch. Hä? Du gräbst ein Loch? Ich muss mir doch ein Haus bauen. Gefällt es dir? Es wird ganz toll. Lachst du mich etwa aus? Entschuldige, mein Kleiner, aber es ist wirklich zu komisch. Was ist komisch? Ich habe noch nie gehört, dass Eichhörnchen sich Löcher im Boden graben. Aber ich habe doch vorhin gerade so einen Bau gesehen. So, das wird der von einem Erdhörnchen gewesen sein. Darum heißt es Erdhörnchen, weil es in der Erde wohnt. Aber ihr Eichhörnchen habt, soviel ich weiß, immer auf Bäumen gelebt. Oh. Nun sei nicht traurig. Wenn du nicht weißt, wohin, kannst du jederzeit zu mir kommen. Versteh doch. Es dauert nicht mehr lange, dann habe ich ein Haus. So. Oder wenn ich Glück habe, finde ich was, wo keiner mehr wohnt. Richtig, du bist ein kluges Eichhörnchen. Das würde ich auch erst mal versuchen, bevor ich selber was baue. Genau, mach's gut. Du auch, Puschel. Da oben müsste irgendwo was sein, aber ich sehe noch nicht mal ein Loch. Haha, na bitte, wer sagt's denn? Glück muss man haben. Hurra, hurra, ich habe ein Haus gefunden. Hier bleibe ich für immer und ewig. Ja, was ist denn das? Wir sollen machen, dass du aus meinem Nest da rauskommst. Wieso dein Nest? Dumme Frage, es ist mein Nest. Stimmt gar nicht, ich bin zuerst hier gewesen. Nun mal langsam. Schließlich habe ich mir die Höhle unter großer Mühe gezimmert. 4 Wochen habe ich dazu gebraucht, damit du es weißt. Und nun pack dich, bevor ein Unglück passiert. Hast du verstanden? Nein, ich bleib hier. Hat man schon so ein freches Eichhörnchen gesehen? Habt ihr es gehört? Hier ist einer, der mir die Höhle stehlen will. Der ist ein Dieb. Sei still, die können mich sowieso nicht leiden. Ach, die sind dir wohl schon auf die Schliche gekommen, was? Warum kommt denn keiner? Ein Dieb ist hier. Ach, und schon tut mir wieder das Herz weh. Irgendwas stimmt mit meinem Herzen nicht. Ich darf mich nicht aufregen, hat der Doktor wieder. Das ist auch nicht so, wenn dir schlecht wird davon. Wenn du nicht sofort verschwindest, hack ich dich, dass dir Hören und Sehen vergeht. Nein, nein, bitte nicht, ich bin schon weg. Du bist vielleicht ein böser Vogel. Ja, jetzt kannst du schimpfen. Ah, stell dir vor, dein Freund Puschel hat doch wirklich... Ich kann dich nicht verstehen, wenn du dauernd lachst. Was ist mit Puschel? Er hat sich bei Lorchen Speck breit machen wollen, dass sie wütend geworden hat. Was ist so komisch? Er ist wirklich zu dumm. So was Dusseliges. Ich finde, er ist ein sehr netter Junge. Mir gefällt er. So. Hallo. Oh, ach, du bist du. Du hast Krach mit Tante Specht bekommen, habe ich gehört. Hm. Wir finden schon ein Zuhause für dich, wirst sehen. Meinst du? Ja, ja, verlass dich ganz auf mich. Oh, das ist lieb von dir, danke. Sieh mal, ich habe was gefunden. Darin kannst du nicht wohnen. Aber wieso denn? Es ist doch sehr bequem, da muss ich nicht immer nach oben klettern. Und der Fuchs braucht nur mit der Pfote reinzulangen und schon hat er dich. Ja, das stimmt natürlich. Aber das da ist prima. Das ist so hoch, da kommt kein Fuchs hin. Bist du dumm? Das Loch zeigt doch nach Norden. Da pustet im Winter der eisige Wind rein. Hm. Immer ist irgendwas. Wir müssen weitersuchen. Das richtige Haus zu finden ist für ein Eichhörnchen sehr wichtig. Hm. Oh, vielleicht das da oben. Nein, nein, lass das sein. Das denn wieder nichts? Aber da wohnen kleine Vögel drin. Vögel? Woher willst du das wissen? Hm? Man riecht's doch. Es stinkt. Du bist ganz schön dumm. Sag mir nicht dauernd, dass ich dumm bin. Wenn du es nur ein paar Mal sagst, glaub ich's allmählich. Ich hab es satt. Ich suche nicht weiter. Wo willst du denn nachts schlafen? Überhaupt nicht. Komm schnell her. Ich glaube, ich habe das Richtige gefunden. Was hast du gefunden? Eine Wohnung? Wo ist sie? Wo? Hier, sieh sie dir an. Und du meinst, sie ist frei? Da haben kleine Vögel drin gewohnt, aber jetzt sind sie schon groß und weggeflogen.
Die Aussicht von hier oben ist jedenfalls prima. Dann bleibst du also hier, ja? Ich glaub schon. Ich werde es mir richtig gemütlich machen. Ich habe ein Haus, ich habe ein Haus. Vielen Dank. Aber gern geschehen. Wollen wir doch mal überlegen, wie es mir schön gemütlich machen. Na klar, erstmal brauche ich ein schönes warmes Bett, wo ich mich reinkuscheln kann. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ein feines Bett. Sowas hat keiner. Endlich. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Onkel Uhu, ich bin's, Onkel Uhu. Ich bin viel zu müde, lass mich schlafen. Ich hab ein wunderschönes Bett, das will ich dir zeigen. Was, welcher Braten ist fett? Ich hab nichts von einem Braten gesagt, sondern von einem Bett. Von meinem Bett, in dem ich jetzt schlafe. Was, und um mir das zu sagen, kommst du her und weckst mich? Mich interessiert nur was zu essen. Was ist los mit dir? Oh, ich träume gerade von etwas Wunderschönem, Kind. Ja, von was denn? Von einem fetten Eichhörnchen. Köstlich. Na, träum mal lieber was anderes. Du wirst doch nicht. Hallo, Puschel. Puschel, bist du da? Oh, das ist aber nett, dass er mich besucht. Herzlich willkommen in meiner neuen Wohnung. Aha. Ein bisschen unordentlich, nicht? Ist doch aber sehr gemütlich. Was ist das? Das schmeckt nicht besonders. Das darf man nicht anknabbern, Clay. Und was ist das? Hä? Du eine dumme Frage. Das ist mein Bett. Dein Bett? Darin schlafe ich. Das ist ein Schuh, den ein Mensch verloren hat. Oh, das sind wohl alle Sachen von Menschen, wa? Ich finde es wahnsinnig interessant. Also es gefällt dir bei mir. Aber ja, ob ich auch mal in dein Bett rein darf? Hm? Ich bitte darum. Oh, sowas möchte ich auch haben. Du bist ja eine. Ich bin doch noch gekommen. Oh, das ist nett, Onkel Uhu. Eine Eule. So, du hast Besuch. Aha. Hilfe! Was ist los mit euch? Hast du nicht gesehen, dass er uns fressen will? Wie kommst du denn auf die Idee, dass der Onkel Uhu uns fressen will? Sowas würdest du doch nie tun. Nun ja, ich schaue später noch mal vorbei. Oh, Klee, schnell, wir verschwinden. Ja, ja. Warum laufen sie nur weg? Wegen mir. Wegen dir? Ich habe seit gestern Abend nichts mehr gegessen. Dann hast du sicher Hunger, aber du würdest doch nie meine Freunde auffressen, oder? Ich sag dir was, ich habe solchen Hunger, dass ich schon nicht mehr geradeaus fliegen kann. Und wenn ich dich so ansehe, du bist doch ein leckerer Happen. Aber Onkel! Oh, der Hunger hat mich total verwirrt. Ich schäme mich ja so. Du würdest mich tatsächlich auffressen, hm? Niemals. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich verspreche dir, dass das nie passiert. Da bin ich aber froh. Und ich verspreche, dass ich auch deine Freunde nie fressen werde. Ich bin ein ehrlicher Uhu. Lieber würde ich vor Hunger von meinem Ast fallen, als ein Versprechen zu brechen. Versprechen breche ich niemals. Wir Uhu sind seit Eulengedenken die schlimmsten Feinde der Eichhörnchen. Die müssen einfach weglaufen, wenn sie mich sehen. Das finde ich dumm. Man läuft weg, wenn ein Feind einen entdeckt. Entschuldige, ich wollte dich nicht anschreien. Aber es ist ein Gesetz des Waldes. Mhm. Wenn man uns zu oft beisammen sieht, werden sie auch vor dir Angst bekommen und du verlierst alle deine Freunde. Wir dürfen uns also nicht zu oft treffen, verstehst du, Puschel? Ich verstehe es, aber ich finde es gar nicht schön, weil ich dich nämlich sehr gern mag. Das höre ich gern, aber du bist nun mal ein Eichhörnchen und musst mit den Eichhörnchen zusammenleben und nicht mit so einem alten Uhu wie mir. Und nun sei nicht mehr traurig. Aber ich... Ist doch halb so schlimm. Halt die Ohren steif, Kleiner. Du wirst es schon schaffen. Da sind ja alle. Das ist schon wieder diese Herumtreiber. Du kommst sofort mit. Aber Mami... Los, komm! Warum schimpft denn die Tante Lilly mit Clay? Geh weg, komm nicht in meine Nähe. Su, warte! Warum laufen alle weg, wenn sie mich sehen? Ich bin absolut dagegen. Wir müssen nicht weglaufen. Dann sag es doch bitte den anderen. Ich bin dagegen. Ich lehne es ab, dass wir nicht davonlaufen müssen. Oh, also das verstehe ich nun wirklich nicht mehr. Hey, du da unten, wir haben dich durchschaut. Hä? Du willst uns nur fangen und deinem Uhu zum Fraß vorwerfen. Verschwinde und komm nie wieder hierher.
auf. Nein, ich bleibe da, ob euch das passt jetzt oder nicht. Jetzt Fuchs hier gelockt und jetzt kommt der Uhu. Wir wissen Bescheid. Schäl dich aus dem Wald. Na gut, wenn ihr nicht meine Freunde sein wollt, dann eben nicht. Aber ich gehe nicht weg von hier, damit ihr es wisst. Im Herbst, wenn Eicheln, Bucheckern und Nüsse reif sind, haben die Eichhörnchen viel zu tun. Sie sammeln die Früchte der Bäume ein, um für den Winter ihre Speisekammern zu füllen. Die verschiedenen Eichhörnchen bewahren ihre Vorräte auch auf verschiedene Art auf. Das spitzohrige Rothörnchen zum Beispiel versteckt alles in seinem Baumnest. Die Streifenhörnchen verstauen erstmal alles in ihren Backentaschen und bringen es dann in ihrem Erdloch unter. Auch die ganz normalen Eichhörnchen graben meist ein etwa 10 cm tiefes Loch, in dem sie dann Nüsse und Eicheln verscharren. Nur Puschel, der neu im Wald ist, hat nichts zu essen, weil er keine Nüsse gesammelt hat. Sag mal, tut dir denn Puschel überhaupt nicht leid? Er wird nichts zu essen haben. Ich verstehe dich nicht, Sue. Ich denke, du magst Puschel. Das war mal. Seit ich weiß, dass er mit dem Uhu gut Freund ist, mag ich ihn nicht mehr. Du hast immer gesagt, du magst ihn, weil er so interessant ist und anders als wir Eichhörnchen. Also, erst reißt sie sich für ihn in Stücke und plötzlich mag sie ihn nicht mehr. Da soll nun einer die Frauen verstehen. Guten Morgen, du siehst aber wieder niedlich aus heute. Ja, findest du? Na, musst du ja auch. Ich meine, wo du die Hübscheste im ganzen Wald bist. Ja, das höre ich oft. Das muss wohl stimmen. Du hör mal, ich habe tolle Haselnüsse gefunden. Möchtest du sie nicht probieren? Na ja, wenn du mich so nett darum bittest, könnte ich ja mitkommen. Ich glaube, hier ist es. Hier habe ich die besten Nüsse vergraben. Gräbst du sie mir aus? Für dich tue ich doch alles. Das merkt er für die Zukunft. Ah, schon habe ich eine. Hier, bitte. Guten Appetit. Hallo, junges Fräulein. Essen Sie sowas nicht? Das schmeckt ja ganz muffig. Ah, guten Morgen, Herr Spitzohr. Außerdem machen Sie sich Ihren entzückenden Mund schmutzig, wenn Sie was essen, was in der Erde verbuttelt war. Vielleicht ja, aber... Saubere Nüsse in einer luftigen Speisekammer aufbewahrt, das ist das Richtige für Sie. Bei mir gibt es eine Menge davon. Und Sie würden mich davon probieren lassen? Was kann einer Nuss schon Besseres passieren, als von so einem hübschen Mädchen gefressen zu werden, kleine Sue? Oh, Sie waren schon immer ein Schmeichler. Also darf ich bitten, mein Fräulein? Gerne. Geh weg, du wirst doch nicht mit diesem Angeber mitgehen. Ah, du bist auch da. Ich dachte, es wäre ein Haufen Blätter, der da liegt. Wie war das? Wo nimmst du mir den Mut her, mit den Leuten zu reden? So hässlich, wie du bist. Du hast es nötig, du geschniegelter und gebügelter Fatzke. So bleibt hier. Warum mischst du dich da ein? Ich hätte gerne seine Nüsse probiert. Er wollte dich doch nur in sein Nest locken. Wenn schon. Ich kann alleine auf mich aufpassen. Wenn du so wild auf saubere Nüsse bist, die kann ich dir auch bieten. Oh, wie mir wieder der Magen knurrt. Ah, da sind ja leckere Fische im Teich. Den da schnapp ich mir. Warte. Ich krieg dich! Bleib da! So eine Frechheit! Gib ihn mir sofort her! Das ist mein Fisch! Wieso dein Fisch? Du bist ein Eichhörnchen, wie ich sehe. Ja, und denkst du, Eichhörnchen haben keinen Hunger? Also, Eichhörnchen essen Nüsse und Eicheln. Oh. Na, geh und such dir Nüsse, Kleiner. Alle sagen, Eichhörnchen essen Nüsse, aber nirgends gibt es welche. Ah, da liegt ja eine. Ob der Mond die Sonne scheint, immer tanzen wir den Rattentango. Tango macht uns froh, wenn noch einer käme, würde uns entdecken, unseren Tango-Schritt. Zwei kleine Ratten. Meine Mama hat gesagt, Ratten schmecken gut. Halt, ihr Ratten, keinen Schritt weiter. Hast du gehört, Nim? Freilich, Non. Tun wir einfach, als wäre keiner da.
Nein, nein, ich lasse euch nicht vorbei. Ich will euch fressen. Hast du das gehört? Freilich, Non. Ich hörte, dass er uns fressen will. Dasselbe habe ich auch gehört. Sag mir doch bitte, ist das nicht ein Eichhörnchen? Zumindest sieht er einem verteufelt ähnlich. Und Eichhörnchen fressen keine Ratten. Ach ja, der Ärmste. Er tut mir ja so leid. Ob ich schon wieder was Dummes gesagt habe? Das fragst du nach dem Quatsch, den du da redest? Wer bist denn du? Du kennst Akacho, das spitzohrige Rothörnchen? Ein Rothörnchen? Ja, wir sind die feinsten und vornehmsten aus der Familie der Eichhörnchen. Unser Fell ist leuchtender und vielseitiger. Sieh mich doch an, wie ich in meiner ganzen Schönheit vor dir stehe. Ich bin der Prinz des Waldes. Sieh mich nur an. Oh. Entschuldigung. Dummer Lacke. So, dann wollen wir uns erstmal ein paar Nüsse einverleiben. Aber was ist das? Keine von meinen 318 gesammelten Nüssen mehr da. Ob die mir dieses komische Eichhorn mit dem grünen Jäckchen gestohlen hat? Alarm! Hey, alle mal herhören, ich hab euch was zu sagen. Was gibt's denn, Spitzohr, hä? Man hat mir meine Nüsse gestohlen. Ich weiß genau, dass ihr sie gestohlen habt. Gebt sie wieder raus. Moment mal, du bezichtigst uns einfach des Diebstahls. Sollten meine Nüsse etwa Beine bekommen haben? Wenn ich meine Nüsse nicht wiederkriege, sind wir geschiedene Leute. Und das für immer. Habt ihr verstanden? Seid doch still, Leute. Ruhe, bitte, Ruhe. Also sollte einer von euch die Nüsse gestohlen haben, ist es besser, er sagt es gleich. Willst du was sagen, Rotbauch? Ja, dass ich dagegen bin. Ich will wissen, ob du gestohlen hast. Genau dagegen bin ich. Was? Ja, ich bin gegen solche Fragen. Ist gut, ich verstehe. Und wie steht es mit dir, Felix? Na, Moment, ich habe noch nie was gestohlen. Stimmt das? Würdest du mir denn sowas zutrauen? Ich weiß nicht, woher wolltest du denn die sauberen Nüsse nehmen, die du mir versprochen hattest? Na, die hätte ich schon irgendwie beschafft. Ich schwöre jedenfalls, dass ich sie niemals gestohlen hätte. Und wer könnte es deiner Meinung nach gewesen sein? Puschel natürlich. Wieso Puschel? Er hat keine Vorräte gesammelt und nichts zu essen. Sowas Dummes, als ob jeder, der Hunger hat, hingeht und anderen was stiehlt. Ich glaube auch nicht, dass er sowas tun würde. Du kommst her. Und ich glaube doch, dass er es gewesen ist. Er ist der Einzige, der die Gesetze von uns Eichhörnchen noch nicht kennt. Ich weiß nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo seine Nüsse sind. Stimmt das auch, was du sagst, Kleiner? Ganz bestimmt. Glaub mir doch. Er lügt. Man sieht ja direkt, wie er lügt. Was habe ich dir getan, dass du das sagst? Herr Spitzohr hat gesagt, dass er dich in der Nähe seines Nestes erwischt hat. Du warst natürlich dort, um die Nüsse zu stehlen. Das stimmt nicht. Ich war nicht an seinem Nest. Ich habe ihn unten auf der Erde getroffen. Du glaubst, dass du damit durchkommst, ja? Deinetwegen stehen alle Eichhörnchen als Diebe da. Entschuldige dich bei Spitzohr und bring ihm die Nüsse zurück, oder du erlebst was. Wie gemein sie alle zu mir sind. Ich bin doch kein Dieb. Ich halte es für ganz natürlich, dass man dich verdächtigt, Puschel. Was? Sag bloß, du glaubst auch, dass ich es war. Unsinn, ich natürlich nicht. Aber wenn ich es mir so überlege, wenn wir uns nicht gut kennen würden, könnte ich mir denken, ich sag dir immer wieder, du bist ein merkwürdiges Eichhörnchen. Und so empfinden es die anderen wohl auch. Wenn du nichts Besseres weißt, kann Moment, ich ja gehen. Moment, lass mich nachdenken, mein Kleiner. Ja, bitte, denk dir was aus. Tagsüber bin ich nicht sehr gut im Denken, weißt du? Es ist ganz einfach, du musst den wahren Dieb fangen, dann sehen alle, dass du unschuldig bist. Natürlich, eine prima Idee, vielen Dank. Hoffentlich habe ich da nicht was angestellt. Da hätte ich ja selber drauf kommen können, aber ich mache es so, wie Onkel Uhu gesagt hat. Vielleicht führt von der Speisekammer von Spitzohr eine Spur zu dem Dieb. Na bitte Fußspuren, wenn die mich nicht zu dem Dieb führen. Oh, ganz saubere Nussschalen. So, hab ich dich erwischt. Du bist es, Felix. Bist du immer noch in unserem Wald? Ich gehe erst, wenn ich den Dieb gefangen und euch gebracht habe. Welchen Dieb denn, ne? Darauf habe ich gewartet, dass du die Schuld auf andere schiebst. Ich weiß nicht. Halt den Mund, verschwinde aus diesem Wald und zwar für immer oder es kracht. Wenn ich doch nur den Dieb finden würde, das habe ich mir auch leichter gedacht. Was war das? Oh. Ist das nicht toll? Ganz toll, Non. Die reichen für den Winter. Vielleicht sogar bis Ostern. Der arme Herr Spitzohr. Wenn du wüsstest, wie leid er mir tut. Ihr wart es also. Ihr seid die Diebe. Gebt es zu. Verschwinden wir. Ja, verschwinden wir. Halt, hier geblieben. Lauf doch. Ich lauf ja. Halt, halt. Ihr Halunken. Diebsgesindel. Elendes. In der Heide.
So habe ich euch endlich erwischt. Und nun werde ich überall im Wald herumlaufen und allen sagen, dass ihr die Diebe seid. Augenblick mal. Ja, Moment. Ja? Wenn alle wissen, dass wir das waren, schmeißen die uns doch raus. Die haben uns aus dem Wald. Ja, und daran hättet ihr denken sollen, bevor ihr Nüsse und Eicheln gestohlen habt. Um ein Haar hätten sie nämlich mich aus dem Wald gejagt. Aber im letzten Moment hat's noch die Richtigen erwischt. Aber wir sind bedauernswerte Waisen, mein Kleiner. Ja, wir haben weder Vater noch Mutter. Nein, wie furchtbar. Ja, wir haben auch nur gestohlen, weil wir Hunger hatten. Wir hatten schon seit Wochen nichts mehr zwischen die Zähne gekriegt. Aber das ist doch kein Grund, anderen was zu stehlen. Sag bitte niemandem, dass wir es waren. Nein, bitte, bitte nicht. Aber wenn ich nicht die Wahrheit sage, dann glauben doch alle, dass ich es gewesen bin. Das mag schon sein, aber... Genau, aber... Bitte sag's nicht weiter. Bitte nicht. Was mache ich nur? Wenn ich die Wahrheit sage, werden die Ratten aus dem Wald gejagt. Und wenn ich es nicht tue, schmeißen sie mich raus. Tja, wie soll das nun weitergehen? Leider hat Puschel in seiner Arglosigkeit nicht gemerkt, dass die Ratten ihn gemogelt haben. Natürlich ist es denen lieber, dass er aus dem Wald gejagt wird und sie bleiben können. Nein, es sieht gar nicht gut aus für unseren Freund Puschel.